Dritte Station unseres Kreuzweges vor St. Nikolai. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. So dichtete Paul Gerhardt ein Jahr, bevor er als Prediger an diese Kirche St. Nikolai kommt. Die Worte, mit denen er im 17. Jahrhundert die Haltung eines Christen, einer Christin in vielen seiner Lieder beschreibt, klingen bis heute nach. Worte, die Mut machen, trösten, die mitfühlend sind und zärtlich. Aber eine christliche Haltung hat auch die Kraft zu widerstehen und klar zu sprechen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, sagt Jesus. Die konfessionellen Schranken sind niedriger geworden als damals. Aber ein Christ folgt nicht allein den Gesetzen der Welt, sondern Gott und seinem Gewissen. Paul Gerhardt wollte seine Überzeugungen im Glauben nicht preisgeben und verlässt Berlin. An das geschärfte Gewissen eines Christen erinnert uns dieser Ort. Und Jesus bittet, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nur schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf und lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Lassen Sie uns nun an dieser Kirche Paul Gerhardts die erste Strophe seines bekanntesten Passionsliedes O Haupt voll Blut und Wund gemeinsam singen. Den Text haben Sie auf den weißen Begleitfoldern zu dieser Prozession.